Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei der Pokémon Smaragd Edition. Wie in der letzten Folge gesagt, unser Team ist geheilt und wir stehen hier jetzt vorm Schiffswrack. Und dort wollen wir natürlich jetzt auch einmal hineingucken. Hier ist schon ganz schön viel kaputt, wie man hier sehen kann. Da sollte man am besten nicht rüber. Wahrscheinlich ist das hier auch das Schiffswrack aus Monstrum. So, und hier haben wir einen Teenager. Ey, es ist wirklich lustig, nicht wahr? Ich bin total aufgeregt. Ich weiß nicht, ist das hier so lustig? Oh, Schiffe dieser Art sind sehr selten, daher schaue ich mich hier gut um. Ah, da sind die anderen Kabinen. Hm, okay. Was mit euch beiden? Was bringt dich hierher? Das ist bestimmt nicht das ist bestimmt die schiere Neugier. Ach so, die schiere Neugier. Ach so. Ah, ich wurde entdeckt. Ja, aber du hast dich doch auch nicht versteckt. Du warst doch ganz offensichtlich und bist dann zu mir gerannt. Warum die Leute immer direkt hier so ausrasten müssen? Jedes einzelne Mal ist für mich ein kleines Rätsel. Na gut. Einmal Himmelhieb und einmal Bodycheck. Wenn wir die neue Attacke schon können, warum nicht auch mal ausprobieren? Mach's gut, Walmer. Ciao, Kollege. Und wer kommt da? Ein Sepa. Und natürlich nicht. Schnüffler. Gut. Damit komme ich klar. Mach mal Stärke. Du probierst nochmal Bodycheck. Mal schauen, ob es diesmal klappt. Ciao, Sepa. So, und jetzt Bodycheck. Und wie stark ist das? Lässt sich sehen. Lässt sich sehr sehen. Weiß gar nicht, ist Wölkchen gerade noch Typ Normalflug? Ich kenne mich halt nicht mit Wablus aus, aber das habe ich ja schon 3 Millionen Mal zum Besten gegeben. So, aber egal, besiegt ist besiegt. Halle und Emil sind erledigt. Nicht nur neugierig, sondern auch stark. Oh, du bist ja gar nicht meine Mama. Sehe ich aus wie deine Mutter. Du bist so stark, Trainer. Oh, ich werde dich zur Erinnerung im Pokénav eintragen. Okay. Viel Spaß dabei. Was haben wir hier? Leer. Gut. Leerer Mülleimer. Dann wollen wir doch mal hier oben gucken. Ein Hafenbrief. Oh, toll, noch ein. Den brauchen wir ganz dringend. Na gut, dann ab hier nach unten. Hier haben wir einen Matrosen und eine verschlossene Tür. Lager steht auf dem Schild. Okay. Hier haben wir noch einen Tauchball. Interessant. Und hier haben wir einen Typen. Hallo. Ein perfekter Ort, um auf Erkundungstour zu gehen. Es ist aufregend hier. Ich wette, hier sind wertvolle Schätze versteckt. Das könnte natürlich sein. Was mit dir? Ja, ein Schiff. Da haben wir ein Fluchtseil. Okay, ich kämpfe gleich gegen den Matrosen, keine Sorge. Oh, naja gut. Wenn wir zur See fahren, nehmen wir Matrosen immer unsere Pokémon mit. Wie wäre es mit einem schnellen Kampf? Klar, why not? Ich habe ja schon gewusst, dass du uns anquatschen willst, Pierre. Ein Seemops hast du. Wie niedlich. Hallo, Seemops. Na du? Guck mal, ein Himmelhieb. Kabam. Mach's gut. Und was kommt als zweites? Ein Mashok, glaube ich, ne? Mashok, ja, ist in Ordnung. Bleiben wir bei Kinoko. Hallo, Mashok. Mach's gut, Mashok. So. Schon erledigt. Gut. Und Wölkchen 32. Da fällt mir ein, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wann sich Wölkchen entwickelt. Oh, da bin ich abgesoffen. Ja, das bist du. So, hier haben wir tiefes Wasser. Das erkennt man daran, dass es so ein bisschen dunkler ist. Aber das bringt uns momentan noch nichts. Und hier haben wir einen Typ an einem Mülleimer. Bäh, mir ist schon übel, sobald ich ein Schiff nur betrete. Es bewegt sich zwar nicht, aber... Bäh. Na, leer. Nur Kotze. Köstlich, köstlich. Na gut. Was haben wir hier? Oh, hi! Stärke und Mitgefühl, das wird bei Trainern sehr geschätzt. Ich kann nicht gut schwimmen, aber im Kämpfen bin ich spitze. Das werde ich jetzt beurteilen. Keine Sorge, kleines Mädchen.
Hauke und Layla. Sandama und Merrill. So, dann haben wir ja gleich den großen Versuch, ob Kinoko einen Sandama mit einem einzigen Himmelhieb umklatschen kann. Aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Ach, Volltreffer. Okay, läuft außerhalb des Radars. Na gut. Und das, glaube ich, wird es allerdings überleben. Ja, das dachte ich mir. Und jetzt kommt noch ein Walzer. Aber auf Kinoko? Okay. Okay. Naja, weg ist weg. Wie immer, weg ist weg. Na, 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 na. Ich sag den Spruch so oft. Ich sollte mir echt mal diese Sprüche abgewöhnen. Irgendwas an dir strahlt hell. Ah, ist meine Taschenlampe. Ups, das ging daneben. Ja, das ging's wohl. Ein Beleber haben wir hier noch. Und für die beiden hole ich mal Garrison nach vorn. Und schnappen wir den Superball von Zickzacks. Hallöchen, ihr zwei. Oh, wir haben da Schätzen gesucht und einen Trainer gefunden. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Wahrscheinlich eher nicht so gut. Herausforderung von Jule und Max. Junges Glück mit Volbeat und Illumise. Genau deswegen wollte ich unser Feuer-Pokémon rausholen. Dann kann Garrison dann nämlich einmal einen Feuerfeger drauf machen. Wölkchen kümmert sich damit Schnabel drum. Und das Schwächere von beiden. Volbeat hat ja weniger Verteidigungspunkte. Ja, ciao Illumise. Und gut die Hälfte, ja. Das kann sich doch sehen lassen. So, und jetzt kommt hier auch nochmal Schnabel. Mach's gut, Volbeat. Ciao. Und der Kampf wäre auch für uns entschieden. Oh wow, bist du stark. Ich muss stark sein. Du machst mich echt wütend. Ich werde dich in Pokernuff eintragen. Oh Gott, bloß nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Kollege, wo rennst du hin? Oh, was ist so lustig daran, dass ich meinen Schwimmreifen mit an Bord habe? Ich habe nichts gesagt über deinen blöden Schwimmreifen. Ich habe gar nichts gesagt. Hilma und Merrill. Guck mal, hier ist ein Garrison und er rammt dir gern mal seinen Fuß ins Gesicht. Seinen Doppelfuß. Und nicht den Feuerfuß. So, mach's gut. Mann, Mann, Mann. So, mach's gut, Hilma. Und du hast mir die Luft rausgelassen. Nicht meine Schuld. Also, doch mal wieder meine Schuld, aber nicht mein Problem. So. Hi, Kumpel. Ich nehme das mal, ne? Den Lagerschlüssel erhalten. Sehr schön. Und wer bist du? Ja, ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich auch beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Ja gut, dann gehen wir mal ins Lager. Und dann sind wir vorerst hiermit auch fertig. Solange bis wir uns dem... Achso, der Schlüssel ist schwergängig, aber das Schloss lässt sich öffnen. Tür ist offen. Und hier haben wir TM13 Eisstrahl gefunden. Ganz wunderbar, wenn wir denn schon ein Wasser-Pokémon hätten, was die ganze Zeit im Team bleibt. So, eher nicht so wirklich wichtig. Aber besser haben als brauchen. Und wie gesagt, solange wir noch nichts mit tiefem Wasser anfangen können, war es das hier erstmal. Wir benutzen den Schutz und die wilde Reise über das Wasser geht weiter. Vielleicht direkt mal zu dir. Mein Traum ist es, durch die 7 Weltmeere zu schwimmen. Ich glaube, Höhen hat allerdings keine 7 Weltmeere. Oswald Tentoxa. Das ist jetzt doof gelaufen. Ausgerechnet das Pokémon, wo Garrison nicht so wirklich viel anrichten kann. Wir gucken mal, wie stark das ist. Nicht so stark. Toll. Wir lassen es trotzdem dabei. Flubstrahl sollte nicht allzu viel machen. Ja. So, nochmal Schnabel. Umklamm. Ach, nicht mal mehr Blubstrahl. Hält er nicht mehr für notwendig. So, Schnabel, weg. Ja, wir brauchen halt... Ich warte ehrlich gesagt darauf, dass Garrison Schlitzer lernt, damit wir mal eine neue neutrale Attacke haben. So werde ich niemals in der Lage sein, die 7 Weltmeere zu durchreisen. Oder zu durchschwimmen, vielmehr.
Er ruft jetzt an. Edwin. Nein, Edwin, das ist mir scheißegal, ob du einen Fritzelblitz fangen willst. Ich wollte den hier ausprobieren. Aber hier ist nichts weiter. Dann geht es nun weiter und wir sind auf der Route 109 und kämpfen dann erstmal gegen die Nächsten. Wir sind total ineinander verliebt. Unsere Romanze wärmt ganz Höhen. Team Magma? Da bin ich mir sicher. Die Romanze von Team Magma. Natürlich, die wollen auf jeden Fall, Geli und Ole wollen auf jeden Fall die Landmassen erweitern, weil ihre Romanze so heiß ist, ne? Kann man sich ja denken. Ich benutze mal Bodycheck, weil ich glaube, hier ist eine stärkere Attacke wieder mehr angebracht als eine sehr effektive Attacke. Wir sehen es gleich, wenn es überhaupt trifft. Aber Level 33 schon mal. Mit 2 Angriffspunkten mehr. Sie kann Bodycheck gut gebrauchen. Ah, fast. Na gut. Hätte ja klappen können. Und Gott sei Dank trifft Stachelspore nicht. So. Ciao, Papinella. So, weiter geht es. Wir haben verloren. Das ist meine Schuld. Ole wird mich hassen. Also, wenn er dich hasst, nur weil ihr verloren habt, dann habt ihr vielleicht doch nicht so eine geile Romanze. Tut mir leid, euch das mitteilen zu müssen. So, und ihr beiden hier? Hahaha, dieser Kerl hier wird jetzt einen großen Fang machen. Hey, für einen echten Macho wie mich sind diese Pokémon einfach perfekt. Hm. Naja, werden wir gleich sehen. Vogelfänger. Armin und Marinus. Ach, ein Panzer-Aeron, okay. Gut, gut. Dann ist es an der Zeit für den... Nein, den Feuerfuß dahin. Und wir machen mal den Furienschlag dahin. Ciao, Panzer-Aeron. Au, und Volltreffer. Das wird wehgetan haben. Das wird sehr wehgetan haben. Und als nächstes ein zweites Panzer-Aeron. Okay. Ah, das ist halt nicht so viel. Und auch schon wieder nur zweimal. Aquaknarre. Ja gut. Feuerfeger wieder dahin, Furienschlag dahin. Und dann ist zumindest schon mal unser unser Vogelfängerkumpel besiegt. Und vielleicht, wenn du jetzt 5-mal triffst, 2, sollte es auch gerade so nicht reichen, oder? Doch, 5-mal hätte gereicht. Aber natürlich ist es nicht 5-mal geworden. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. So, machen wir das mal so. Ich weiß zwar nicht, was als zweites kommt, aber ein Bodycheck schadet sicherlich nicht. Wir sollten zwar gleich vorsichtig sein. Ein Tentoxa. Oh, Tentoxa. Gut. Ja, das sollte wirklich überleben. Und dann wird Schnabel gleich den Rest machen. Dann ist es egal, dass Wölkchen im roten Bereich ist. So. Freunde, dieser Kerl hier ist Brankruf verloren. Ich bin sogar bei einer Niederlage noch cool. Oh, bist du cool. Ja, du bist richtig cool. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nö. Aber da oben haben wir was. Und das gefällt mir gut. Da wirkt der Schutz nicht mehr. AP Plus. Das nehme ich gern. Und da haben wir noch eine Schwimmerin. So. Und Schutz, die zweite für die heutige Folge, glaube ich. Oh, und das Ei schlüpft. Cool. Dann ist das ja auch schon mal erledigt. Ein Isso schlüpft aus dem Ei. Super. So, hier haben wir die beiden. Hier haben wir noch einen Schwimmer. Ja, schau dir meinen gemeißelten Vollmatrosen an. Meine gemeißelten Vollmatrosen? Das nennt man einen Schnitt. Hä? Was läuft bei dir? Hat der gesoffen? Winfried? Hast du gesoffen? Schon wieder Tentacha, ey. Ich hab die Schnauze voll von Tentacha. Und ich wette, sobald ich gleich wieder auf Kinoko an erster Stelle wechseln würde, dass dann keine Tentacha mehr kommen. So, für Tentacha geht's wenigstens. Für Tentoxa ist es nur sehr nervig. Und Wölkchen 34. Kanivana, hier, das geht wenigstens. Mann, ey.
Oh, Doppelkick. Nur immer dieses Gift. Immer dieses Gift. Das ist genauso wie in Pokémon Gold mit dem Kickli. Immer wenn wir Joseph trainieren wollten, kamen wieder irgendwelche Pokémon, wo wir die Kampfattacken vergessen konnten. Aia, ausgerutscht. Wundert mich nicht, wenn du die ganze Zeit besoffen bist. Wer bist du? Hast du dich auch gut mit Sonnenmilch eingerieben? Nö, aber ich habe auch meine Klamotten an, wie du vielleicht sehen kannst. Da brauche ich nicht unbedingt Sonnenmilch, Alice. Ja. Na komm, Garrison, so lang ist es nicht mehr. Die letzten paar Gegner schaffst du jetzt auch noch. Nur noch die eine Insel gleich vor uns und dann müssten wir es wirklich fast geschafft haben. Die Insel sollte kurz vorm Strand sein. Wingull, ja, wir brauchen echt eine neue neutrale Attacke. Hier können wir Kampf schon wieder vergessen. Und Wasser logischerweise auch, ne? Klar. Ja, Wasser auch, aber Feuer meinte ich eigentlich. Und ein weiteres Goldini. So, Doppelkick. Mach's gut, Goldfisch. Ciao. So, wurde auch Zeit. Alice ist besiegt. Aua, aua, aua. Vor allem merke ich, wie ich langsam so ein bisschen heiser werde. Hey, großer Trainer, kämpfst du mit mir? Ich kann's probieren. Aber willst du auch gegen mich kämpfen? Das ist die andere Frage, Hilde. Mit deinem Meryl. Die scheinen ja alle sehr auf Merrills Level 26 zu stehen, wenn ich das mal so sagen darf. Auf dem Schiffswrack gab es zwei, hier ist mal wieder eins. In der letzten Folge gab es Merrills. Und alle Level 26 oder 25, die Level scheinen sehr beliebt zu sein. Oh, du bist aber stark. Ohne Schwimmreifen kann ich nicht schwimmen, aber im Kampf siege ich. Nee, glaube ich auch nicht. Entschuldigung. Ein anderes Merrill, Level 26? Oh, seltsam. Hieraus hätte man auch keinen Doppelkampf machen können, ne? Also ich glaube, hier muss man tatsächlich einfach zweimal gegen einen Merrill 26 kämpfen. Ein Merrill 26, das klingt wie, als würde ich damit bezahlen. Mach's gut, Anke. Habe ich verloren, weil ich einen Schwimmreifen trage? Nein, du hast verloren, weil der Merrill schwach ist. Wie bist du so stark geworden? Kleine Kinder sind blitzschnell und flink. Du darfst sie nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Das strengt an. Meine Kinder sind mit meinem Pokémon zusammen. Da sind sie gut aufgehoben. Ja, das könnte sein. So, wir haben es geschafft. Da ist der Strand. Ich gucke mal hier eben noch auf die andere Seite, aber das war's. Schutz ist alle. Wir sind am Strand angelangt. Freunde, das Wasser liegt hinter uns. Der erste große Wasserpart. Dann haben wir jetzt noch einen ganz kleinen Wasserpart. Da wartet noch ein Kampf auf uns. Den würde ich jetzt noch schnell machen. Zumindest meine ich, dass da noch ein Kampf auf uns wartet. Das ist der auf dem kurzen Part zwischen Rosalstadt und hier Graffitport. Und deswegen begeben wir uns da mal eben kurz hin. So. Genau, den hier meine ich. Und wir schnappen uns auch einfach nochmal einen Schutz, weil ich es kann. Genau, da haben wir die beiden. Und hier haben wir das Anfangsgebiet. Richtig. Hallöchen. Pass doch auf, wo du hinzelfst. Wir stoßen sonst noch zusammen. Ey, diese kurze Strecke, die kann man doch locker schwimmen. Ja, aber ich kann nicht schwimmen. Was denkst du, warum ich hier surfe? Weil ich nicht schwimmen kann. Ich bin halt doof. Magnus und Magda. Natürlich ein Tentacha und ein Level 15? Level 15? Aha. Ja gut, wenn es Level 15 ist, dann ist es Level 15. Dann ist es halt so, ne? Da kann ich dann wohl nicht viel machen. Außer schnell zu gewinnen. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das war ein starker Wellengang. Ja, ich weiß nicht, ob das am Wellengang oder eher an euren schwachen Pokémon lag.
Gut, damit haben wir jetzt wirklich den kompletten ersten Wasserteil erledigt. Wir können hier natürlich jetzt nochmal, wenn ich eben ganz kurz diesen Schutz hier aktiviere, können wir natürlich hier nochmal surfen. Und dann sollten wir hier ein Item bekommen, rein theoretisch. Ja, rein praktisch gibt es das Sonnenbonbon auch für uns. Genau, aber großartig haben wir jetzt nicht mehr viel Wasser für uns mit unserem jetzigen Ordensstand. Ich glaube, das sollte ich dazu erwähnen. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Oder ist das einfach nur... Ja, ich glaube, das ist einfach nur so. Na gut. Dann betreten wir mal das Haus des Rätselmeisters, der sich in der kleinen Kommode versteckt hat. Wir nehmen mal den Trank von dir und wir packen jetzt mal Wölkchen nach vorn. Einfach, weil wir es können. So, Rätselmeister, hallo. Ah, woher wusstest du, dass ich mich in der Kommode versteckt hatte? Ja, du bist hier im Rätselhaus. Ja, ist in Ordnung. Du glaubst eh immer dasselbe. Lass uns doch mal schauen. Was haben wir dieses Mal für eine Aufgabe? Das ist die Aufgabe nach Flavia. Danach waren wir ja nicht im Rätselhaus. Deswegen haben wir zwei Aufgaben vor uns. Und hier mit blauen und roten Türen. Ich laufe und ich lande immer wieder hier. Oh ja, das kenne ich. Ich trippel auch öfter mal auf der Stelle in meinem Leben. Aber ich glaube, das hat er eigentlich nicht so gemeint, der gute alte Laurenz. Keklion Level 24. So, wir schnappen uns mal. Ja, ich probiere es einfach mal damit. Ah, es ist halt nicht so stark, aber man... Och, ey, immer dieses zweimal Getreffe. Ach, Wölkchen. Was mache ich denn nur mit dir? Jetzt bitte fünfmal. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Geht doch. Dankeschön. So kann's laufen. Ich habe eh schon Probleme und dann musst du mich auch noch besiegen. Pfui. Ja, sorry. Der Wanderer hier. Ich habe zwar das kleine Wölkchen vorn, aber ich meine, der hat einen Georock. Ich pack mal eben Kirinoko hier hin. Ich verstehe es nicht. Was macht einer mit so einem bizarren Haus? Rätsel stellen. Ich glaube, das ist das Einzige. Kleinstein. Okay, noch kein Georock, aber trotzdem eine doofe Wahl für das kleine Wölkchen. Gut. Mach's gut, Kleinstein. Ah. Oh, next one, Nasgnet. Okay. Hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Lancelot heißt der gute Kerl. Und auch hier einmal der Metallstrohhalm. Stahlattacken sind ja gut, ne? Ihr wisst das. Deswegen der Metallstrohhalm, der besonders effektiv gegen Stein-Pokémon ist. Habe ich ja alles schon zur Genüge erklärt. Und da ist das Georock, was ich noch im Kopf hatte. Die anderen beiden Pokémon habe ich vergessen, aber mein Gott. Gibt doch Schlimmeres. So. Megasauger. Und weg mit dir. Ciao, Alter. Mach's gut, Lancelot. War nett, mit dir Bekanntschaft zu machen. Ich verstehe es wieder nicht. Wie konnte ich jetzt verlieren? Weil ich halt voll den Typenvorteil hatte. Ich glaube, hätte ich Wölkchen vorne gelassen, hättest du vielleicht wenigstens Wölkchen besiegt. Na gut. Das war ziemlich einfach, an diese Schriftrolle zu kommen. Ich wollte nur mal gucken, ob hier eigentlich ein Item liegt oder sowas. Aber die Schriftrolle ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. So, und jetzt können wir hier schnell uns die beiden Items noch holen. Ein Waldbrief. Hallo. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Es sind doch einfach nur irgendwelche Türen, die auf und zu gehen. So krank ist das nicht. Martha. Martha, die gute Martha mit ihrem Eneko. So, Wölkchen, einmal bitte Bodycheck. Kabam. Das wird sicherlich trenden. Vogel macht Katze kaputt. Stell dich genau so ein. Nein, werde ich nicht.
Ein Wablu. Mhm. Aha. Eine Wablu-Trainerin also. Finde ich nicht gut. Ich verachte Wablu-Trainer. Ja. So. Das wär's. Du bist furchtbar. Ja. Vielleicht. Möglicherweise. Gut, den Dunkelbrief haben wir auch. Und das heißt, wir müssen hier jetzt nur noch einmal raus. Wie machen wir das am döfsten? Ich glaube, indem ich nochmal hier lang laufe und dann hier lang laufe. Und dann müsste ich eigentlich gleich da sein. Genau. So. Und der geheime Code ist Rätselmeister ist gefragt. Da bin ich mir zwar nicht so sicher, aber gut. Ah, du hast mich gefunden. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, die Wände zu platzieren. Du bist meiner Größe fast ebenwürdig. Du bist auf so 4 Punkte. Ja, du hast dir das verdient. Ein Granitstein, wow. So großzügig. Putzier das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden. Bla 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 bla. Ja. Melde dich bald wieder bei uns. Nein, er meldet sich nicht bald wieder bei uns. Wir können hier, wie gesagt, eigentlich direkt wieder reingehen, weil wir noch eine Herausforderung freigeschaltet haben zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Das werden wir zum Start der nächsten Folge machen. Und deshalb bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!